Hey, hier ist Kamal von Best Boys und wir schauen uns gerade das Atlas V von ZTE an. Ein neues Android OS Smartphone für die Einsteigerklasse. Bleibt dran, denn es lohnt sich. Am Ende dieses Videos könnt ihr eins von zwei ZTE Atlas gewinnen. Jetzt geht's los. ZTE ist neben Huawei Device ein Hersteller, der auf einfache und günstige Smartphones setzt. Es gibt auch Oberklassen- und High-End-Smartphones, aber bis die nach Deutschland kommen, dauert etwas. Etwas, was uns sofort aufgefallen ist, ist die Optik des ZTE Atlas V. Sie kommt uns sehr bekannt vor. Zumindest das Silberne drumherum, die Bauweise und eigentlich alles am Telefon. Einen Unterschied gibt es dennoch in der Verarbeitung, das ZTE Atlas V wurde durchgehend aus Kunststoff gemacht. Das fühlt man auch. Entsprechend ist auch das Gewicht 130 Gramm. Für ein Mittelklasse-Smartphone sind das tolle Dimensionen. Im Telefon sitzt ein wechselbarer Akku mit 1200 mAh, der eine Bereitschaftszeit von 4 Tage lieferte. Bei dauerhafter Nutzung erreichten wir 7 Stunden. Etwas weiter oben lässt sich eine Micro-SDHC-Karte einlegen und somit den Speicher um 32 GB erweitern. Das sollte man auch wirklich machen, denn der interne Speicher ist mit 126 MB unzureichend. Verfügbar ist das Atlas V in zwei Farben. Weiß, was ich in meinen Händen halte, und schwarz, das, was euch gerade angezeigt wird. Was uns gefallen hat, obwohl das ZTE Atlas V ein Einsteiger-Smartphone ist, besitzt es doch eine vordere Kamera. Auch sehr nice, mit A geschrieben, ist eine LED, die schön groß leuchtet. Entweder gelb-grün bei Ereignissen oder rot bei kritischen Zuständen. Das Display ist 3,5 Zoll groß und löst mit WVGA-Auflösung auf. Das sind 480x800 Pixel. Das Display bietet eine gute Schärfe und die Farben sind auch brillant. Lediglich die Ansicht aus einem anderen Blickwinkel, die ist mangelhaft. Aufgeladen werden kann das Telefon über den Micro-USB-Anschluss, der sich auf der rechten Seite befindet. Die Lautstärke-Wippe mit Plus-Minus-Kennzeichnung sitzt auf der linken Seite. Power und Standby sowie 3,5 mm Klinke sehen wir auf der Kopfseite des ZTE Atlas V. Alle drei Tasten haben einen guten und soliden Druckpunkt. Auf der Rückseite gibt es eine kleine LED mit einer 5-Megapixel-Kamera. Ganz unten ein Lautsprecher. Betrieben wird das Smartphone von Android OS 2.3 Gingerbread. Im Telefon haust ein Qualcomm-Prozessor mit 800 MHz. Immerhin kommen 512 MB RAM dazu. Das mobile Internet läuft über HSDPA 7,2 Mbit pro Sekunde, das lokale Internet über WLAN 802.11b und G-Standard. Oberflächentechnisch gibt es nichts eigenes von ZTE, man will dem Nutzer Vanilla Android anbieten. Also die Oberfläche, die man erstmals auf dem Google Nexus S gesehen hat. Komplett clean ist das ganze Telefon nicht, ab Werk sind einige Apps vorinstalliert. Dazu gehören Dinge wie Twitter, Facebook, Documents to Go, eine vollwertige Office-App, ein Dateimanager und die Tastatur Touchpal, die unserer Meinung nach sehr problematisch ist, weil die Tasten einfach zu klein sind. Außerdem waren wir mit der Reaktion nicht zufrieden. Also haben wir die Google-eigene Tastatur aktiviert, damit konnte man besser arbeiten. Das WLAN des Telefons als auch HSDPA waren langsam. Dementsprechend haben sich die Seiten im Browser auch langsam aufgebaut. Es reichte fürs einfache Surfen, etwas mal kurz recherchieren oder nachlesen. Mehr sollte man von dem Browser nicht erwarten. Wie sieht die Multimedia-Seite aus? Die 5-Megapixel-Kamera reicht gerade mal für Schnappschüsse, mehr nicht. Die Bilder zeigen wenig Detail, sie sollten nur tagsüber oder abends mit der LED gemacht werden. Videos werden in 640x480 Pixel aufgezeichnet. Auch damit sollte man nicht die Hochzeit oder wichtige Momente des Lebens filmen. Bleibt noch übrig Musik, das klappt ganz ordentlich, zumindest über die mitgelieferten Kopfhörer. Der Lautsprecher am Telefon lässt bei voller Lautstärke das Telefon vibrieren, was sich ehrlich etwas unangenehm anfühlt. Was uns gut gefallen hat, war die Gesprächsqualität und der Empfang des Telefons. In Hamburg mit Vodafone und O2 klappte alles einwandfrei. Für wen ist das ZTE Atlas geeignet? Für Leute, die zuvor ein Handy verwendet haben und jetzt ein einfaches, sehr, sehr einfaches Smartphone mit einfachen Features suchen. Leute, denen Dinge wie Apps, Internet und Performance nicht wichtig sind. Zum Beispiel für Kinder so 7 bis 10 Jahre alt. Für die ist das ZTE Atlas V keine schlechte Wahl.
Zusammen mit ZTE Deutschland verlosen wir bis Sonntag, den 30. September 2012, zwei Atlas V. Für die Teilnahme besucht einfach unsere Internetseite, dort findet ihr alles Wichtige. Macht euch einfach kurz die Mühe, mit etwas Glück gehört euch ein ZTE Atlas V. Wer nicht Glück hat, kann das Telefon für 130 Euro kaufen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.